Gehring für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wachstum, Bildung und Zusammenhalt steht über dem schwarz-gelben Koalitionsvertrag. Gemessen an Ihrem Bildungsetat und vor allem an der Wirklichkeit in unserem Land muss ich feststellen, Ihr Wachstums- und Ihr Bildungsversprechen ist leider ein Versprecher. Chancen zum sozialen Aufstieg sind blockiert. Unsere Gesellschaft bleibt leider viel zu undurchlässig. Ein Sechstel aller Kinder lebt in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften, in Berlin sogar jedes vierte Kind. Kaum eines dieser Kinder hat Aussicht auf einen Universitätsabschluss, weil unsere Schulen es eben nicht gut genug hinkriegen, vererbte Armut zu überwinden. Wie reagiert Schwarz-Gelb darauf? Ihre Werbeagentur erfindet den Euphemismus Bildungsrepublik. Eine orientierungslose CDU führt strukturkonservative Hauptschuldebatten aus dem letzten Jahrtausend. Und Frau von der Leyen schnürt ein bürokratisches Bildungspaket, das kaum einem armen Kind in diesem Land hilft. An den Kernproblemen in dem Bildungs- und Wissenschaftssystem regieren Sie ganz klar vorbei. Sie packen es nicht an. Sie packen auch nicht an für mehr Bildungsgerechtigkeit und den sozial-ökologischen Umbau von unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Hier sind gezielte Investitionen und Innovationen bitter nötig. Nur mal ein Beispiel: Klimakatastrophe, Energiewende und Atomausstieg. Das muss sich eben auch ganz klar im Forschungshaushalt widerspiegeln und dort Niederschlag finden. Falsche Prioritäten und zögerliches Handeln von Ministerin Chavan führen aktuell dazu, dass allein in diesem Wintersemester mindestens 50.000 junge Menschen keinen Studienplatz finden. Und diesen 50.000 jungen Hochschulzugangsberechtigten droht eine Warteschleife. Und es ist schlichtweg paradox, dass diese Bundesregierung den Fachkräfte- und Akademikermangel immer wieder beklagt, bei dessen Behebung aber schlichtweg nichts liefert. Ob Warteschleifen für Azubis, die Stagnation bei den Weiterbildungsmitteln oder Studienplatznotstand, schwarz-gelbes Motto ist: Mangel verwalten statt Lösung gestalten. Denn es war doch lange bekannt, nicht nur in diesem Haus, dass wegen höherer Studierneigung, doppelter Abiturjahrgänge und des Wehrpflichtausstiegs die Zahl der Studienberechtigten erheblich steigt. Und dennoch haben Sie, Frau Chavan, den Hochschulpakt kaum nachgerüstet. Es kann doch nicht sein, dass Sie stoisch auf Ihrem 12-Milliarden-Paket sitzen bleiben. Eile mit Weile hilft keinem einzigen Studienberechtigten in diesem Land, vor allem nicht den 50.000, die keinen Platz finden können. Und für dieses Wintersemester helfen deshalb nur noch Notmaßnahmen vor Ort, damit die Studienplatzlücke sich verkleinert und Länder wie Baden-Württemberg und Länder wie Nordrhein-Westfalen unternehmen außerordentliche Anstrengungen, um die unerledigten Hausaufgaben der Bundesbildungsministerin nachzuarbeiten. Und deshalb fordern wir Sie auf, noch in diesem Herbst den Hochschulpakt nachzuverhandeln, um vor allem auch eine Masterkomponente einzuführen. Das ist dringend notwendig. Und ich kann Ihnen das nicht ersparen, dass zu diesem Studienplatzmangel verschärfend hinzukommt, dass wir noch immer kein bundesweit funktionierendes Hochschulzulassungsverfahren haben. Das ist der nächste große Skandal. Zu spät im Jahr 2008 ist so ein Zulassungsverfahren verabredet worden. 3 Jahre später und 15 Millionen Euro später haben wir noch immer kein funktionierendes System. Das ist ein anhaltend unzumutbares Zulassungschaos. Und da frage ich mich immer wieder, wo bleibt eigentlich da Ihr Einsatz, Frau Chavan? Werden Sie endlich von der Zuschauerin zur Krisenmanagerin? Bei der Studienfinanzierung sollten Sie ideologischen Ballast abwerfen. Das BAföG-Reformchen aus dem letzten Jahr hat Schwarz-Gelb ja mit dem unausgegorenen nationalen Stipendienprogramm verbunden. Und die Praxis gibt uns recht. Die Praxis gibt uns bisher klar recht, weil die Mittel aus dem großspurigen Deutschlandstipendium zu einem Gartenzwergniveau herabgesunken sind. Und die Wirtschaft lässt sie da im Regen stehen. Private Stifter wollen das Programm nicht. Und vor allem geht dieses Eliteprogramm vorbei an den Bildungsaufsteigern aus nicht akademischen und einkommensarmen Elternhäusern. Und deshalb kassieren Sie diesen Ladenhüter einfach ein, statt da weiter rein zu investieren, und stecken Sie das Geld ins BAföG. Das bringt viel mehr. Applaus
Spannend hätten wir heute auch gefunden, wie Sie eigentlich mit dem Urteil des Bundesfinanzhofs zur steuerlichen Absetzbarkeit von Erstausbildungskosten umgehen wollen. Das wäre doch mal spannend gewesen, von der Bundesbildungsministerin dazu was zu hören. Anstelle einer nachlaufenden Kostenerstattung wollen wir eine bessere direkte Förderung während der Ausbildungszeiten. Und wir haben mit einer neuen, modernen Studienfinanzierung hier auch Vorschläge gemacht. Staatliche Studienfinanzierung ist zu stärken, kurzfristig durch einen BAföG-Ausbau, mittelfristig durch ein Zwei-Säulen-Modell mit einem Sockel für alle und einem Bedarfszuschuss für Bedürftige. Das wäre eine moderne und gezielte Studienfinanzierung der Zukunft. Letztlich kann man nur sagen, es ist eine magere Halbzeitbilanz, weil dieser schwarz-gelbe Bildungshaushalt nicht das hält, was er verspricht. Sie stecken Geld in falsche Prioritäten, in alte Strukturen und leider auch in neue Ladenhüter. Aber ich möchte trotzdem versöhnlich schließen. Wir können den Bildungserfolg in Deutschland insgesamt und gemeinsam steigern. Wenn strukturelle Blockaden endlich aufgebrochen und finanzielle Prioritäten richtig gesetzt werden, und dazu gehören eben auch moderne Bund-Länder-Finanzbeziehungen im Bildungsbereich und die Überwindung des Kooperationsverbots im Grundgesetz. Und unsere grüne klare Botschaft an Ministerin, Koalition und Opposition ist, wir sind offen für gemeinsame Gespräche zur Überwindung des Kooperationsverbotes und zu einer modernen Bund-Länder-Finanzbeziehung in dem Bereich. Ich glaube, wir müssen alle gemeinsam den Bildungsföderalismus modernisieren, sonst wird er noch weiter an Akzeptanz verlieren. Vielen Dank.